Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Time to Change. Heute haben wir für euch das Thema Konflikte lösen. Wir geben euch heute Praxistipps, wie ihr Konflikte angehen könnt, vermeiden könnt und lösen könnt. Heute habe ich zu Gast Kim Kienzler. Herzlich willkommen. Ich würde vorschlagen, wir schnacken jetzt nicht lange und starten, denn es ist wieder Time to Change. Ja, Kim, schön, dass du da bist. Freut mich. Damit die Zuschauer wissen, mit wem sie es heute zu tun haben, würde ich dich bitten, dich vorzustellen und was deine Aufgaben bei der EGT sind. Gerne. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Mein Name ist Kim Kienzler. Ich bin 26 Jahre alt und leite die Abteilung für Sicherheitstechnik bei der EGT Gebäudetechnik. Ich bin mittlerweile seit 2014 im Unternehmen und habe damals eine Lehre als Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik begonnen und die dann 2017 abgeschlossen und gleich im Anschluss ein duales Studium als Wirtschaftsingenieur angehängt. Und seitdem bis heute darf ich die Abteilung für Sicherheitstechnik leiten und habe in diesem Bereich auch schon viele Erfahrungen machen dürfen mit Konflikten, kleine wie auch große und auch persönlich wie auch sachliche Ebene. Okay, das heißt, Konflikte begleiten uns im gesamten Leben, im gesamten Alltag, im Beruf, im Privaten. Und was ist aber ein Konflikt? Also ein Konflikt besteht immer aus mindestens zwei Personen, die unterschiedliche Ziele, Meinungen verfolgen. Das heißt, jeder will sein Ding in den Vordergrund stellen und verfolgt dieses Ziel kontinuierlich. Ja, du hast gesagt, du hast schon mit vielen Konflikten zu tun gehabt. Hast du ein aktuelles Beispiel aus deinem beruflichen Leben für uns? Ja, also ich habe ein Beispiel mitgebracht. Das ist auch noch gar nicht so alt. Und zwar hatte ich in mehreren Projekten mit einer anderen Partei zu tun. Und wir mussten ein gewisses technisches Problem in einer gewissen Gesetzesgrundlage lösen. Und ich hatte einen anderen Lösungsweg wie die gegenüberliegende Partei. Mein Lösungsweg wurde von der Partei nicht akzeptiert. Und dieses Problem oder diesen Konflikt hatten wir dann öfters. Mhm. Und im Endeffekt haben wir uns dann auch auf einen Mittelweg geeinigt, wie wir dieses Problem lösen können. Also wir sind beide aufeinander zugegangen und haben so eine gemeinsame Lösung gefunden. Okay. Wir werden gleich in dem Video dein Beispiel genauer analysieren und für euch dafür Tipps geben. Aber zunächst sollten wir wissen, dass es bei Konflikten immer zwei Ebenen von Konflikten gibt. Einmal die Sachebene und einmal die Gefühls- oder Beziehungsebene. Dein Beispiel wäre jetzt ein typischer Konflikt für eine Sachebene. Das heißt, da geht es wirklich um eine Sache. Diese Konflikte sind aber meistens nur 5% Auslöser für Probleme im Unternehmen oder auch im Privaten. Die meisten Probleme spielen sich bei uns hier ab im Bauch, im Gefühl, auf der Gefühlsebene, Beziehungsebene. Das heißt, da sind meistens irgendwelche Ereignisse im Weg, die wir aus der Vergangenheit gemacht haben mit einer Person an sich. Da steht gar nicht das Thema an sich im Fokus, sondern Gefühle. Zum Beispiel, ein Kollege hat mal irgendwie was Blödes zu dir gesagt, ja, du bist ein Säckel und es beschäftigt dich immer noch und du denkst dir immer, der Kollege sagt zu mir Säckel, der hat zu mir Säckel gesagt. Und irgendwann mal habt ihr einen Konflikt und dieses Problem, was du vor Wochen hattest mit dem Kollegen, dieser Säckel, der steckt dir immer noch im Magen und ist immer noch Auslöser, dass ihr euch auf keinen Weg einigen könnt. Und deswegen sind Beziehungsebenenkonflikten sehr schwierig zu lösen. Bei dir Sachebene, da gehen wir jetzt ran und geben euch 4 Tipps, wie ihr das angehen könnt. Wir waren im Endeffekt bei einer Abnahme von der Brandmeldeanlage und dann haben wir uns die ganze Anlage angeschaut und geprüft, ob alles soweit in Ordnung ist. Und dann kamen wir eben auf unsere Meinungsverschiedenheit, was die technische Auslegung von einer gewissen gesetzlichen Rahmenbedingung angeht. Und er wollte unseren Lösungsweg nicht akzeptieren, war für ihn nicht so in Ordnung. Und so kam er dann im Endeffekt auf die Störung, weil dadurch entstand dann das Missverständnis. Okay. Das heißt, beim ersten Tipp solltet ihr auf einen Konflikt aufmerksam machen. Das heißt, ihr könnt durch Ich-Botschaften dem Gegenüber signalisieren, dass irgendwas
nicht okay ist. Zum Beispiel, ich habe das Gefühl, wir kommen hier jetzt nicht weiter. Wir sollten uns nochmal zusammensetzen, um gemeinsam einen Lösungsvorschlag oder einen Lösungsweg zu finden. Das ist nochmal ein weiterer Tipp. Ihr zeigt dem Gegenüber, dass ihr offen seid für Lösungen oder für einen gemeinsamen Weg. Wie ging es bei euch dann weiter? Also ich habe ihn dann erstmal versucht zu erläutern, wie wir denn auf unseren Lösungsvorschlag gekommen sind, dass er meine Seite auch verstehen kann. Und dann hat er aber seine Seite vorgebracht und im Endeffekt halt auch uns klargemacht, unser Lösungsweg möchte er so nicht haben. Und so hat sich der Konflikt dann immer weiter vertieft und verstärkt. Und im Endeffekt musste man dann das Geschehen, sag ich mal, abbrechen. Und dann mussten sich beide Parteien erstmal wieder zurückziehen und drüber nachdenken und auch die entsprechenden Bedürfnisse des anderen verstehen, was denn dann gemeinsam zu einer Lösung des Konflikts führen könnte. Bedürfnisse. Machen wir weiter. Du hast gerade schon gesagt, verstehen, was der andere will. Wie habt ihr das gemacht oder wie hast du verstanden, was er von dir wollte? Also ja, ist gar nicht so einfach, weil ich habe mich dann auch erstmal hingesetzt, habe gegrübelt, was könnte er mit seinem Lösungsvorschlag meinen oder woher kommt der Konflikt? Wie kam er zustande oder wie denkt der andere? Oder ja, und im Endeffekt habe ich mich versucht, ihn hineinzuversetzen und ihm dann einen Mittelweg oder einen Lösungsvorschlag anzubieten. Ja, also Tipp für euch ist immer, ihr müsst erstmal versuchen herauszufinden, was ist eigentlich wirklich das Bedürfnis, was der Gegenüber von euch verfolgt. Ist es vielleicht Wertschätzung, die er nicht bekommen hat oder möchte er einfach, bei euch hätte ich jetzt gesagt, er wollte von Anfang an irgendwie ein bisschen integriert werden, wurde er vernachlässigt? Das muss man erstmal herausfinden, was ist eigentlich das Bedürfnis von dem anderen und dann sich dadurch auch vielleicht in den anderen bisschen hineinzuversetzen. Du hast auch schon gesagt, hier zum Thema mögliche Lösungsvorschläge finden. Das machen wir jetzt mal. Brainstorming für mögliche Vorschläge. Man sollte sich immer einige Gedanken machen, vielleicht doch ein paar unterschiedliche Wege einzuschlagen. Da ist auch gar nicht mal untypisch, mal ein bisschen blödsinnige Gedanken sich zu notieren und alles. Wie hast du das gemacht? Wie hast du dein Brainstorming betrieben, um eine Lösung zu finden? Ich habe im Endeffekt ein klassisches Brainstorming gemacht. Ich habe ein weißes Papier genommen, habe mir einfach mal Stichpunkte aufgeschrieben und mir Gedanken gemacht, was sind auch die Bedürfnisse vom anderen. Da hat sich dann natürlich klar herauskristallisiert, dass das Bedürfnis Sicherheit bei der anderen Partei einen großen Stellenwert hat. Mhm. Und dann habe ich auch versucht, bei dem Mittelweg oder bei der dritten Lösung dieses Bedürfnis dem anderen auf jeden Fall zu erfüllen, dass er den Lösungsweg auch einschlagen wird. Genau, und dann habe ich ihm den dritten Lösungsweg, den Mittelweg, sage ich mal, mit seinem Bedürfnis Sicherheit, was ich dadurch erfüllen konnte, auch dann vorgeschlagen. Okay, und dann schauen wir jetzt mal, ob ihr euch geeinigt habt oder nicht. Ja, einigen. Da bin ich mal gespannt, ob ihr euch geeinigt habt. Du hast gesagt, du hast noch einen dritten Lösungsvorschlag gemacht, weil du im Vorfeld nochmal herausgefunden hast, dass sein oberstes Bedürfnis Sicherheit war. Ja, wie ging es bei euch weiter? Ja, im Endeffekt habe ich ihm dann die Sache oder den Lösungsvorschlag ausführlich und detailliert geschildert. Und dann gingen noch ein paar Telefonate hin und her. Und im Endeffekt konnten wir uns dann doch auf diesen Lösungsvorschlag einigen. Er hatte sein Bedürfnis Sicherheit erfüllt. Und ja, somit konnten wir dann den Konflikt beiseite legen und doch noch eine erfolgreiche Abnahme erzielen. Das heißt, in den Telefonaten habt ihr auch nochmal prüfen können, ob irgendwelche Hindernisse noch oder Einwände vom anderen irgendwie da wären. Genau, also ich habe dann auch nochmal detailliert nachgefragt, ob das jetzt auch so wirklich in Ordnung ist, ob man da alles überall mit konform geht. Und oder ob noch irgendwelche Bedürfnisse aufliegen oder auch irgendwelche Fragen, die noch zu klären sind. Aber hat dann funktioniert. Okay, supi. Ja, das ist das Wichtigste. Man sollte immer einen Mittelweg finden, sich irgendwie einigen. Ja, die Bedürfnisse von beiden irgendwo auch berücksichtigen. Und so lange Vorschläge machen, bis wirklich beide sagen ja. Aber doch noch ein Happy End gefunden.
Ja, nochmal kurz für euch zusammengefasst, wie gehe ich Konflikte an? Erstens, Konflikt anmelden heißt aufmerksam machen auf einen Konflikt. Zweitens, Bedürfnisse vom anderen herausfinden und verstehen, was er eigentlich will. Drittens, Lösungen, Brainstorming, macht euch Gedanken, wie ihr vielleicht eine Alternative finden könnt. Und viertens, ihr müsst euch einigen. Ihr habt euch geeinigt, seid jetzt Besties, hast du gesagt. Ja, Besties in Anführungszeichen. Aber die Abnahme von Projekten ist jetzt einfacher, ne? Ja, also ich habe viel aus dem Konflikt auf jeden Fall mitgenommen und auch daraus gelernt, dass wenn man Probleme oder Konflikte sehr früh in der Entstehungsphase auch anspricht, dass man sie vorbeugen oder auch quasi ganz vermeiden könnte. Und so haben wir jetzt eigentlich auch schon mehrere Projekte miteinander erfolgreich abgenommen. Und der Konflikt kam nie wieder zum Tragen. Ja, das ist schön. Das war's für heute. Ich danke dir für deine Zeit, Kim. Danke. Cool, dass du da gewesen bist. Ja, wir hoffen, es hat euch gefallen. Ihr konntet ein paar Tipps mitnehmen, wie ihr Konflikte vermeiden könnt oder auch bewältigen könnt. Ja, wenn ihr wieder Fragen habt, schreibt unten in den Kommentaren oder uns auf Instagram. Der Kim wird sie gerne beantworten. Selbstverständlich. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Time to Change.